Servus, der Marc vom Piercing Studio Wien ist hier und bei mir ist die Renate. Schon wieder. Wir haben erst ein Video gemacht für dein, darf da mal die Frau ins Dekolleté greifen, ich darf irgendwie immer alles bei den Leuten. Da haben wir ein schönes DA und so wird man das Spiel oft gar nicht sehen. Also alles gut, das Ding ist jetzt 4 Tage alt, oder? Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. 3 Tage, ja. Wie man es zählt. Ne? Also, aber sieht schon schön aus. Aber wäre zu früh zu sagen oder mich jetzt zu loben. Es sind aber keine Schmerzen. Schön. Heute haben wir ein Zungenpiercing. Du hast Blut geleckt und jetzt geht's wieder rein. Ja. Gut. Dann eingespült haben wir es. Spürst du schon was davon? Ja, ich spüre schon, dass es taub ist. Taub ist, ja. Lustig sein, die Leute oft zu mir, ja. Du machst ein Zungenpiercing, spürst die Zunge ein, sagst du, die Zunge ist gleich taub, meine Lippen sind taub. Dann machst du einen Lippenbereich auf dem Lippenpiercing, sprühst auf die Lippen und sagst, meine Lippe ist nicht taub, meine Zunge ist taub. Weil natürlich der Kopf sagt einem dann immer, das ist nicht, das ist, nein, ich ist möchte Kopf, mehr, ne? Aber es ist normalerweise taub. Gut, so bitte setzen. Also du kennst die Videos, du steckst die Zunge einfach raus, ich halte mich fest, der Lippe ist durch, mach den Schmuck rein, wir schauen uns zu und fertig. Genau, dann wollen wir das Bändchen noch kontrollieren, wo du schließt. Genau, das machen wir jetzt zur Sekunde vorher. Das ist gut, alles gut. So, und da kann man sagen, hast du mehr Angst, mehr Respekt als beim Implantat. Das ist halt einfach die Zunge, ich verstehe, diese Zunge ist eins, wo die Leute oft einfach Angst haben, auch bei dem Team, und dann stechen sie das und sagen so, das war jetzt gar nichts. Ja. Und wenn man dann Nasenpinsel macht, sagen die Leute, ich habe gar keine Angst, dann stichst du das und sagen sie, was hat es aber wehgetan? Also das ist oft so, man denkt so, die einfachen Sachen werden so easy und die Zunge wäre so gefährlich, aber das ist genau das Gegenteil der Fall. Ja. Also die Zunge ist so komplett easy und tut kaum weh. Wir machen es ohne Glitzer, Renate? Ja, erst beim Wechseln, dann nehme ich unter den Glitzer. Ja. Alles gut. Alles, was und wie du willst. So. Wir schauen mal die Kugel drauf und sind wir schneller fertig. Bei mir ist niemand gestorben in der Familie. Ich habe, auch nicht, ja. Ich habe einen schwarzen Hemd angezogen, prophylaktisch. Falls du so Blut hast, hast du gelesen, die kommt, dann dachte ich, ich ziehe noch mal schwarz an. Okay. Wenn es Blut zu spritzt, na klar, Spaß. Ganz selten war das, das war die Strafe für meinen Hochmut. Ganz selten, dass ich ein schwarzes Hemd habe. Ja, eben, normalerweise weißes Hemd, ne? Das erste Video, glaube ich, also ich habe jetzt noch vorher eins gedreht, wenn ihr das seht, dann ist es das zweite Video dazu. Aber das ist, glaube ich, das erste Mal überhaupt, dass ich in einem Video, seit ich jetzt Videos mache, da ich mal wirklich ein schwarzes Hemd an habe. Ich hatte schon Fotos mal an im Sommer, aber dass ich noch ein schwarzes Hemd an habe, gibt es eigentlich gar nicht. Aber das ist auch mal schön, oder? Ja. So rausschauen. Da würde meine weiße Metzgerschürze jetzt dazu passen. Immer bei Edwin muss ich mir nicht mal so eine Bunches Schürze anziehen. Ich sag seit Jahren, dass ich sowas machen will, ich mach's nicht. Aber immer muss ich es ja machen. So Blut im Schmied. Das Schlimme ist, die Leute kennen mich ja alle. Die wissen, dass es nur ein Schmäh sein kann. Ja? Mhm. Ist das Blöde. Früher, als ich mir nicht so bekannt war, da hätte ich das machen können. Da hätten die echt wahrscheinlich voll Schock gekriegt. Ja? Die müssen in Deutschland drin sein, sitzen, dann kommst du da rein und jetzt ein blutverschmierten Ding. Das wäre die Gesichter, das wäre geil gewesen, dass man dafür Gesichter teilweise gesehen hätte. So, Mund zu machen. So, ja. Gut. Haben wir zu viel besprochen? Nein, es ist nur, ich spüre es unten in der Länge her, aber es spürst ja auch, ne? Ja, also du spürst nicht die Länge, du spürst die Kugel. Die Kugel, ja. Genau, aber es hat mit der Länge im ersten Fall gar nichts zu tun. Die Kugel wirst du aber im kürzeren Schlag mehr oder weniger spüren. Okay. Oben würdest du es nicht mehr spüren. Ja? Das ist nach 3 Wochen wechseln dann noch. Ja, genau. Einmal zeigen. Schön. Mhm. Cool. Perfekt. Perfekt gestochen. Tja, wer kann, der kann. So. Ja. Kann, Pflege, Mundspülung, brauchen wir hier ein bisschen was? Rauchen wir? Ja, dann freilich. Ich brauche. Dann rauchst du. Ab und zu. Ab und zu. Also dann nimmst du trotzdem den Mundspülung. Zähneputzen gründlich. Mhm. Nach dem Zähneputzen eine Minute lang mit der Mundspülung ausspülen. Da ist ein Messbecher drin. 10 Milliliter reichen aus. Mhm. Spülst eine Minute lang durch und spuckst es aus. Mhm. Mundspray nach allem, was du rauchst, trinkst, küsst und isst, bitte einsprühen. Okay. Einfach 2-3 Mal im Mund reinsprühen, fertig. Das heißt, den hast du in der Arbeit dabei. Einfach mehrere verteilt sich. Okay. Ganz.
komplizierter machen. Okay. Aber reinspülen, okay, hat sich lohnt. Den hast du mit der Hosentasche dabei. Ja. Den nimmst du quasi immer auch in der Arbeit. Ja, okay. Das andere ist zu Hause. Zähne sind nur die Putzen, ja. Essen und Trinken, aber wie gesagt, darfst du alles bis auf die nicht pasteurisierten Milchprodukte, mhm, aber die kriegst du eigentlich beim Bilanin nicht. Und beim Eiswürfel, was du gesagt hast, Kamillentee, also nein, ist trocken, okay, ist viel zu kalt, du kriegst wirklich Erfrierungen, dann kriegst, okay, du Zungenbläschen, Nauseninfektionen, das brauchen wir alles nicht. Also kühle Getränke, ja, eine Kugeleis oder ein Wassereis, kein Problem, auch Milcheis kann man nehmen, aber nicht übermäßig jetzt Eiswürfel essen. Ja? Das wäre schlimm. Ja. Gut. Dann sehen wir uns zwar ein bisschen mehr rum. Ja. Danke, okay, fürs Zuschauen. Ja. Danke dir fürs Schwingen. Tschüss, bis bald.